heute mal wieder ein Movie von mir. Und Otto. Es sagst du guten Morgen. Nö, der hat keine Lust. Also, heute mal wieder ein Movie von mir. Abo wäre nicht schlecht. Wenn ihr wissen wollt, wann ich online gehe, Glocke betätigen und ansonsten, ja, mit Comment und Daumen hoch und Daumen runter wisst ihr Bescheid. Und heute soll es mal um meine Verfassung gehen. Beziehungsweise im Vorfeld schon mal, ich sitze wieder mit der dicken Jacke da. Und zwar habe ich, also es war so, also im Allgemeinen ist in Thailand, es gibt drei Jahreszeiten, Sommer, Winter und Regenzeit. Jetzt sind wir in der Winterzeit und da ist es natürlich sehr, sehr kühl. Vor allen Dingen nachts, also 6.30 Uhr waren auf Thermometer 15 Grad. Jetzt sind es, also eine Stunde später, 7.30 Uhr, haben wir 19 Grad. Und wir werden heute wahrscheinlich nur auf 31 Grad kommen, das wird so 15 Uhr sein. Alles was so unter, also es kommt immer darauf an, wenn die Sonne scheint und man hält sich draußen auf, ist es ab 27 Grad eigentlich schon sehr angenehm. Wenn natürlich Regenzeit ist und der Regen, es regnet oder es hat geregnet und die Sonne ist weg, dann hat man immer so ein leichtes, kühlisches Gefühl. Also man, ich will mal so erklären, man könnte auch nichts anziehen, aber dann ist es einem immer etwas unwohl, eine dicke Jacke an und alles ist easy. Also ich sitze hier zum Beispiel, also ich fühle mich jetzt sehr, sehr angenehm, aber ich habe die dicke Jacke, dann meine ganz normale Schlafanzughose und keine Strümpfe oder irgendwas, da friere ich nicht, alles okay. Es war so, ich bin gestern aus Versehen eingeschlafen, schon um 8 oder so und habe das Moskitonetz nicht runtergemacht. Und ja, da ist Otto natürlich, weil zu viele Moskitos waren, zur Oma ins Bett. Und meine Frau hat sich dann hierher gelegt und jetzt haben sie die Moskitos sie zerstochen. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe keine Probleme mit Moskitos. Ist alles easy und es ist eben so, dass wir heute Nacht ganz ehrlich richtig gefroren haben. Es ist natürlich so, bei uns läuft nachts immer der Ventilator. Das hat einmal den Effekt, dass die Mücken dich eigentlich nicht stechen können, weil sie sich festhalten können, weil der Wind vom Ventilator kommt. Beziehungsweise wird es nachts natürlich zu warm, sodass dass der Ventilator an für sich immer läuft. So, jetzt ist es so, jetzt ich bin heute Nacht 4-5 Mal munter geworden und habe richtig gefroren, aber richtig gefroren. Meine Frau hat ja bei mir geschlafen, da haben wir uns an uns gekuschelt und immer wieder wir können den Ventilator natürlich auch nicht auslassen, weil dann schwitzen wir wieder. Es ist ein komisches Spiel. Und bei ihr ist es natürlich so, sie hat die Bettdecke bis hier oben hingezogen und jetzt hat sie 5-6 Mückenstiche auf der Stirn. Dramatik. Und wir wissen das auch immer nicht, wie wir das machen sollen. Ich werde jetzt doch wieder ein dickeres Shirt nachts anziehen und somit wird das in Ordnung sein. So, ansonsten, der Rest würde ich sagen nach der Werbung. So, hier ist er wieder. Und zwar, ja, ich fahre heute nach Pattaya und werde mal 2-3 Tage ausspannen. Ich weiß jetzt nicht, ob die mitfahren wollen, die zwei. Das wollen sie noch entscheiden. Das überlassen stehen. Und zwar würde ich mal 2-3 Tage gar nichts machen wollen. Kein Facebook, kein Internet, kein TikTok, gar nichts. Keine Kommentare durchlesen, sondern einfach nur mal ausspannen. Einfach mal wegkommen von der ganzen Internet.
Alter, von dem ganzen Internet, von den Kommentaren, einfach nur mal dem Gehirn mal wieder Ruhe gönnen und mal freien Lauf lassen. Einfach mal, ja, wir werden wahrscheinlich, wenn ich alleine gehe, werde ich viel weggehen mit Leuten, sind ja viele Leute da, einfach nur mal betrinken, ja, so dass ich frühestens dann auch keinen Zeitdruck habe oder ich muss Nachrichten nachgucken, ich muss Movie hochladen, ich muss aufstehen. Nee, einfach mal 3-4 Tage gar nichts machen. Also ich weiß nicht genau, wie lange es geht. Weil ich muss euch ehrlich sagen, es ist so, dass mich stört es riesig, dass ich mich doch etwas verändert habe durch das Internet. Und zwar, also früher habe ich Movies einfach losgedreht und habe da losgeplappert und das hat an für sich viel mehr Spaß gemacht. Heute ist es so, dass ich in fast vor jedem Satz überlege, sagst du den, kannst du den sagen, kommt da nicht einer und macht wieder und hin und her. Und um mich, sage ich mal, so ein bisschen wiederzufinden, brauche ich jetzt einfach mal 2-3 Tage Ruhe, ohne Internet, ohne alles. Ich werde auch das nachher ausstellen, ich werde das schon nicht mehr beantworten. Es kommen jetzt zwar noch 2-3 Shorts, glaube ich. Aber das ist halt so, ich brauche einfach mal die Ruhe. Ich will wieder zu mir selber finden, weil ich bin ehrlich, ich habe früher, glaube ich, viel, viel, viel mehr gelacht. Ich kann mich an die Anfangszeit von Twitch erinnern, wo meine Lache legendär war, wo man sie schon vertonen wollte und machen wollte. Und das habe ich in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr. Deswegen gönnt mir die paar Tage Ruhe. Also ich ist ja eh, ihr könnt ja eh nichts dagegen machen. Wie gesagt, ich lese mir ja nichts durch und brauche einfach die Batterie. Ich weiß nicht genau, wenn der erste Film wieder kommt. Vielleicht kriegt das auch gar nicht mit, dann müssen wir mal gucken. Es ist eben nur so, ich muss wieder selber werden. Also einfach ist das, ich habe mich, also es ist jetzt nicht gravierendes und nichts Schlimmes. Es sind eben nur mal immer so die kleinen Nebengedanken, die am Tag immer mal so auftauchen, aber die man eigentlich nicht will, die eigentlich stören. Allein? Yeah. Oh, es gibt Frühstück. Und ja, die bereiten alles vor. Ich werde mal sehen. Ich werde, wenn ich wieder online gehe, werde ich ja natürlich wissen, ob ich, ob die zwei mit sind oder nicht. Und ja, haben wir noch, der Otto schläft gerade, also machen wir keinen Witz zu sagen, wir lassen das einfach so, ich lade so hoch. Und ja, gönnt mir die Badare. Ich hoffe, danach wird es mir wieder richtig, also es macht ja Spaß, aber trotzdem ist immer so eben, diese Hintergrundgedanken, die ich früher nie hatte, die müssen weg. Und das kriegt man hin und somit machen wir das. Also, ich wünsche euch den nächsten Tag viel Spaß. Wir schreiben heute Donnerstag. Ja, ich denke mal, Montag wird wieder alles okay sein. Also, freut euch und dann würde ich sagen, bleibt mir ja gesund, bleibt mir ja treu und werdet alle glücklich. Bis die Tage, euer Tattoo Man. Bye, bye.